Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Live-Video vom Server Dryad. Wir machen heute das gleiche, was ich auch schon auf Yggdrasil gemacht habe. Und zwar öffnen wir die ganzen Einlog-Event-Boxen und werden noch einige Scrolls davon benutzen. Aufgrund von Inventarplatzproblemen, zumindest auf meinem Dungeon Downer, meinem Blade und meinem Ringmaster. Und die Changeaways werde ich nicht benutzen. Wir werden zwar jetzt wahrscheinlich, hoffentlich, einige bekommen. Aber für meinen Geschmack sind es doch noch ein paar zu wenig. Außerdem ist tatsächlich heute, und das war nicht mal geplant, heute auch tatsächlich das Awakening Reroll Event zu Ende gegangen. Dauert wahrscheinlich eh nicht lang, bis das nächste kommt. Aber jetzt gerade läuft es auf jeden Fall nicht. Das heißt, jetzt würde ich sie eh nicht benutzen, weil jetzt ist das Event leider genau vorbei. Also wenn ich es wirklich vorgehabt hätte, dann würde ich es jetzt auf jeden Fall eh nicht machen. Aber ich hatte es eigentlich sowieso nicht wirklich vor. Trotzdem machen wir natürlich die ganzen Boxen auf, weil die sind dann auch bei mir in der Post, zumindest auf zwei Charaktern. Und die werden ja dann ablaufen. Das heißt, ich muss die rausholen und dann können wir damit zumindest ein bisschen was upgraden. Und ja, ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall mal die ganzen Protects an sich raus. Und den Coupon können wir uns auch rausholen. Upcut Stones kann ich holen. Great E löschen wir. Coupon, zack. Wait, wo ist der Coupon? Ah, da unten. Hier habe ich auch noch vier Coupons, genau. Dann die Medizin. Habe ich die schon im Inventar? Nee. Puh. Ah, die werde ich wahrscheinlich wegschmeißen, mal schauen. Bis ich die benutze, wird sie mir noch lange auf den Zeiger gehen. Genau, wir lassen uns erstmal nur die beiden Boxen drin, wo so viele Items drin sind. Und öffnen jetzt erstmal die A-Product Box 1, Baruna Oblivion 1, S-Product 1, C-Product 1, C-Product 1, okay. Dann, was habe ich denn letztes Mal gemacht? Habe ich meine Suit geupgradet, ne? Genau, die ist jetzt plus 5. Ja, warum nicht? Ich meine, ich habe eh nur zwei Versuche. Das einzige Problem ist, ich habe jetzt gerade meine Lightning Stones tatsächlich auf Demon getradet. Das heißt, ich kann es gar nicht machen. Weil ich natürlich keinen Inventarplatz habe. Deswegen habe ich hier extra in der Vorbereitung des Videos ein bisschen was weggetradet. Und sorry für die Längen der Echse, aber dafür kann ich auch nichts. Also das hat nichts damit zu tun, dass mein PC gerade abstürzt, sondern das ist einfach, ist halt eine leckende Echse, wie es der Name schon sagt. Es leckt halt. So, dann zwei C-Products und C-Bonus machen wir mal 7. Oh, wow, es hat sogar einmal geklappt, nice, cool. Das heißt, noch ein Upgrade, dann könnte man sockeln. Okay, gar nicht so schlecht. Ich meine, effektiv bringt es mir gar nichts, aber ich meine, ich habe die Scrolls ja auch 100% gratis bekommen, deswegen ist es egal. Dann unsere Necklace, plus 18, ein Versuch. Das wäre natürlich richtig geil gewesen, leider nicht. Dann ein S-Protect, allgemein, zack, zack. Also hier müsste es endlich klappen, aber es wird es eh nicht. Genau. Dann Baruna, Cancel Awakening. Das ist jetzt ganz schwierig, weil meine Yggdrasil-Axe ist schon mit Crit Damage plus 13 erweckt. Das würde ich ungern canceln. Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. 13 Crit Damage ist nämlich tatsächlich, so blöd das auch klingt, doch ziemlich selten. Und dafür sind Cancels dann doch ganz schön teuer, um das nochmal zu überschreiben. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich sogar wegschmeißen, weil es ist halt nur eine. Es gab noch nie Cancel Baruna Awakenings in Einlog-Events. Also, vielleicht hebe ich sie erstmal auf, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich die wegschmeißen werde, weil ihr seht, ich habe hier schon alles voll mit seengebundenem Stuff. Teilweise auch ungebunden, okay, aber ich habe schon relativ viele Sachen. Und, ja, na gut, vielleicht aktiviere ich einen Invi-Bag. Mal schauen, ich überlege es mir noch. Auf jeden Fall müssten wir jetzt genug Platz haben, um die anderen beiden Boxen hier zu öffnen. Und da sind dann nochmal Protects drinnen. Machen wir erstmal die hier auf, Christmas Present, ein G-Protect und ein Super Protect. Die werden beide auf die Ancient Eggs geballert. Dann machen wir jetzt Sockel mit Moonstone. Zack. Failure. Dann allgemein, da jetzt kein Shining Ori, aber das kann man ja schnell herstellen. Zack. Das ist so ein Dreck. Es leckt halt so hart, dass wenn ich eine Taste gedrückt halte, dass es dann komplett Standbild wird. Weil es halt eine leckende Hexe ist. So. Zack, zack.
Das wäre insane, wenn das klappen würde. Aber natürlich nicht. Genau, dann haben wir den Cloak, den schmeißen wir weg. Dann haben wir die Box hier. Das hier können wir auch direkt wegschmeißen. Ist das eigentlich die gleiche Medizin? Nee. Für 5 Minuten? Na gut, also 2x5 Minuten, das können wir sonst wohin schieben. Und eine Change-Away. Dann haben wir noch die Coupons. Da haben wir einen Coupon bekommen. Alright. Dann schicke ich mal schnell die Makaronen. Oder ich gebe ich schnell Demon. Wobei ich trade mit Demon eh gleich noch. Wartet mal. Also ich würde auf jeden Fall sagen, die Amplis, habe ich da schon welche? Da habe ich hier unten welche. Mist. Ja, es sind nur 2. Egal, das mache ich. Das überlege ich mir so nochmal. Wobei ich muss so oder so ein Invi-Bag aktivieren eigentlich. Invi-Bag, ein Tag, Seen gebunden. Yikes. Also da kommen auf jeden Fall die Dinger rein, die Dinger. Ah, natürlich stacken die wieder nicht. Das ist so ein Schmutz, ey. Das ist so ein Schmutz einfach, meine Güte. Das hier ist MP-HP-Verteidigung. Ich weiß gar nicht, warum ich das aufgehoben habe, lol. Das hier ist PvE-Schaden und Crit-Schaden, das heben wir schon auf. Dann haben wir noch Resurrections, die bringen mir natürlich nur was, wenn ich sie im Inventar habe. Und hier haben wir Drop Scroll Low. Okay. Na gut, dann kann ich vielleicht das Cancel Baruna Awakening doch aufheben. Hier ist noch Resurrection. Perfekt, stackt sogar. Ja gut, das sieht doch schon deutlich besser aus. Das einzige Problem ist halt, die kann ich jetzt nicht ein... Hey, Moment mal. Hey, Moment. Ey, das ist doch so ein... Alter, wirklich, was soll denn das eigentlich, Mann? Warum stackt das? Das ist so ein Schmutz, ey. Da geben sie einem einfach verschiedene seengebundene Items, die nicht stacken. Das regt so auf, ey. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, das ist mir schon klar. Das hier sind auch nicht die gleichen, ne? Das ist so ein Schmutz einfach. Das machen die halt mit Absicht, damit du die Items benutzen musst und sie nicht aufheben kannst, wenn du, für den Fall, also für, wenn du sie wirklich mal brauchst, irgendwann in der Zukunft mal. Und dann ist mir jetzt noch ein Detail entfallen, oder ist noch wichtig, und zwar haben wir jetzt noch 9 Coupons plus 4 Coupons, das heißt, hier hole ich nur 3 Coupons raus, jetzt haben wir 12 Coupons, und jetzt kann ich mir 3 Change Awakening Boxen holen, Lucky Boxen vom Attendance Manager. Also richtig, richtig gut. Ihr seht auch schon, hier sind auch schon ein paar Chars aufgestellt, wem die wohl gehören. Das heißt, wir holen uns jetzt 3 Boxen und hoffentlich... Oh, direkt Jackpot. Ah, oh, schade. Alter, aber let's go. Soll ich mir das auch noch aufschreiben, so wie auf Yggdrasil? Hier ist es natürlich nicht so krass, weil ich auf Dryad nicht so viele Chars habe. Dann machen wir mal 1 und 7. Also 7 haben wir durch extra bekommen und 1 war Standard. Also 8 Change Awakenings jetzt bekommen, das ist krass. Wobei ich natürlich an den Coupons lange gearbeitet habe, also das war jetzt nicht nur ein Event, die Extras. Dann tue ich mal den Wedding Ring hier raus, den einen. Die sind eh ungebunden, dann tue ich die mal doch wieder raus. Dann tue mal stattdessen noch die Amplis hier rein, weil ich ja momentan eh nicht level. Fühlt sich das gut an, ey. Fast 3 freie Inventar rein, och. Kann ich gar nicht vorstellen, was das für eine Erleichterung ist. Uiuiuiui. Ja gut, dann. Gut, dann geht's auch schon weiter auf Demon. Mit Rizzo sind wir fertig. Die hat alles benutzt, was sie hatte. Und hier haben wir jetzt, nicht ganz so begrenzten Inventarplatz. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Coupons an. Wir haben sogar 2 Coupons bekommen. Das ist ziemlich gut. Damit habe ich jetzt hier 15 Coupons. Oder? Habe ich hier noch irgendwo einen versteckt? Ich glaube nicht. Das heißt, das sind 9 plus 3, also auch hier können wir uns 3-mal die zusätzliche Change Awakening Lucky Box holen. Das ist echt heftig. Baruna Oblivion, also überall 1 bekommen bis jetzt. 1, 1. Achso, Moment mal. Ah ne, doch, dann passt schon. Wir haben 3 Change Aways bekommen, richtig, richtig gut, perfekt. Das ist hier das gleiche mit den Amplis, das regt mich so auf. Also wirklich, man kriegt eh schon nur 2. Was willst du mit 2 ES-Amplis, ja? Also das ist eh schon ein Witz einfach nur. Und dann stacken sie nicht mal mit denen aus vorigen Einlog-Events. Also das ist so eine Frechheit. Hier kann ich die Medizin... Achso, das ist halt auch noch 5 Minuten. Ja, aber die benutze ich heute wahrscheinlich trotzdem. Das hier bringt mir hier gar nichts. Das schmeißen wir auf jeden Fall schon mal weg. Pink Cake schmeißen wir natürlich auch weg. Und jetzt... Achso, jetzt habe ich es eh vergessen. Hier sind ja auch noch Coupons drin gewesen.
Können wir wieder einen zurücktun? Oh. Ja, und für sich ist es egal, aber... So. Genau, dann haben wir alles geöffnet, oder? Dann geht's auch für uns hier weiter. Ah, Mist, ich habe keine Moonstones. Das ist doch immer was, was ich vergesse. Moonstones für die... Ach so, Moment mal, was mache ich hier überhaupt? Ist immer wieder das Problem, was upgrade ich? Also die S-Product haben wir natürlich auf meine Boots plus 9. Die C-Product haue ich jetzt einfach trotzdem weiter auf die Ventensio. Das habe ich schon angefangen, jetzt kann ich auch weitermachen. A-Product habe ich nicht aufgehoben, oder? Nee. Die Super-Products, die habe ich aufgehoben letztes Mal. Und was gibt es dann noch? Ja genau, die G-Product. Na gut, mit kurzer Beratung der Führungskräfte, a.k.a. mir, probiere ich es diesmal wieder mit dem Speedschwert. Mit den G-Products 10 gebunden auf Demon und Revi. Alle anderen 10 gebundenen G-Products behalte ich. A-Product behalte ich jetzt auch mal. Hier habe ich auch eins aufgehoben damals und S-Product hebe ich auch auf. Ich werde es wahrscheinlich niemals benutzen oder brauchen, aber... Oh, what? Let's... Wow. Scheiße, wenn ich doch bloß meine Ancient Axe darüber tauschen können. Ah, nein, aber das heißt, jetzt klappt es bei den Boots nicht. No, no. Zweimal Glück ist einmal zu viel. Leute, es hat sogar übelst geleckt. Damn. Kann ich froh sein, dass die Boots nicht gelöscht wurden wahrscheinlich. Mann. Das ist jetzt ein bittersweet Victory. LOL. Alter, Demon hat ja übelstes Upgrade-Luck. Holy moly. Okay, das ist meine Suit plus 7. Dann muss ich mir noch schnell einen Türkis dann gleich besorgen. Aber jetzt haben wir quasi noch die Change-Away-Lucky-Boxen, die wir uns holen wollen. Und dann müsste es das gewesen sein. Machen wir schnell eine Party für Blessed Step hier. So. Ja, das Problem ist halt, wenn man so viele Fly-Exen online holt, offline holt und so, dann hat man immer das Problem, dass dann früher oder später die längenden Exen kommen. Das ist richtig nervig. Ich kann es euch nicht beschreiben. Aber ihr seht's ja. So, also auch hier nochmal drei Versuche. Wir haben jetzt bei den Standardboxen, also die wir aus dem Event direkt bekommen haben, haben wir drei bekommen und jetzt haben wir nochmal drei extra. Eins. Fünf! Ja! Let's go! Bitte nochmal 10. 10 kommen. Ach, schade. Aber 10 insgesamt. Let's go! Das heißt, bei Demon und bei Rizzo jeweils 7 extra Change Awakenings bekommen. Ach, das ist richtig geil, ey. Richtig, richtig geil. So, Moment mal, hier kann ich ja noch eine Box holen. Wait, what? Lol. what? Am I drunk? Das habe ich irgendwie gar nicht gecheckt. Lol. Ja, perfekt. Dann habe ich nämlich jetzt hier auch den Inventarplatz frei dafür. Geil. Alter, 19 Changeaways von 2 Charakteren. Das ist so heftig. Ja, Mist, jetzt bereue ich es doch ein bisschen, dass das Event vorbei ist. Da hätte man ja fast changen können. Weil ich meine jetzt mit 3 Changeaways, unabhängig davon, ob ein Event läuft oder nicht, da brauchst du nicht anfangen zu changen, da kommt eh nichts bei raus. Aber jetzt 19 haben wir schon mal, das ist auf jeden Fall mal ein Anfang. Und wir haben ja noch 4 Charakter vor uns, 5 Charakter, die auch noch alle Changeaways bekommen. Also von dem her echt nicht schlecht. Na gut, das war's jetzt erstmal. Dann brauche ich einen Türkis und es geht weiter. Also bis jetzt läuft's richtig, richtig gut. So viel Glück hatte ich schon lange nicht mehr, auch wenn es jetzt Sachen sind, wo ich das Glück nicht unbedingt haben wollte, beziehungsweise wo es nicht so wichtig wäre wie bei anderen Baustellen. Aber hier nochmal einen 4. Socket drauf ist auf jeden Fall cool. Jetzt haben wir 28% Geschwindigkeit statt 21. Mit der Erweckung zusammen 37% Geschwindigkeit, also gar nicht so bad. Und dann haben wir jetzt hier noch den Türkis. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie geht denn das nochmal? Kostüm-Gem-Upgrade hier. Das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht, ey. Ich glaube, das letzte Mal war 2018, dass ich das gemacht habe oder so. Schon ewig her. Schauen wir mal. Dex plus 3. Ja, aber ist egal. Gut, da hätte man jetzt auch auf das Event warten können, aber ganz ehrlich, bei einem Ding kommt sowieso meistens nicht das, was man erwartet. Oder was man haben will. Dann traden wir jetzt weiter auf Revi. Das heißt, wir machen weiter mit den Boots, dem Schwert und der Suit trotzdem. Genau.
Ich meine, ich werde sie eh niemals wirklich mit Gem-Reversions bearbeiten, weil das einfach viel zu teuer ist. Also das lohnt sich, denke ich, für mich einfach nicht, weil da muss man so viel Geld investieren. Für 10% ATK am Ende, das ist, glaube ich, lohnt sich wirklich nicht. Achso, nee, hier habe ich die ganzen Sachen noch nicht aus der Post geholt. Genau, hier ist es am schlimmsten mit dem Inventarplatz. Also hier habe ich wirklich gar keinen Platz. So. Holen wir erstmal die raus, die wir auch benutzen. S-Protect. Ja, ich bin ein Idiot. Fast. S-Protect, komm schon. Also in den Boots stecken jetzt schon, oder in meinem Set stecken jetzt schon, seit es plus 9 ist, über 100 S-Protects und das ist immer noch alles plus 9. Das regt mich so auf. Alright. Sicheres Kostüm-Upgrade. Zack. Zack, zack. Es wäre so lustig, wenn es nochmal klappt. Okay. Irgendwann musste die Glückssträhne, in Anführungszeichen Glückssträhne, ja mal ein Ende haben. Dann, A-Protect habe ich eh schon im Inventar. Ah, Mist, die hätte ich mir nicht rausholen sollen. Aber ich glaube, die lösche ich jetzt tatsächlich wahrscheinlich wirklich, weil ich habe einfach keinen Platz auf dem Charakter. Also klar, die Hälfte der Items hier, ich meine, klar, es ist jetzt Food und so dabei. Das kann man jetzt schon weghauen, das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich meine, das ist halt ein Farm-Charakter. Das heißt, der braucht schon immer mal wieder ein, zwei freie Plätze, weil beim aktuellen Event, ich habe jetzt halt nur zwei Event-Items im Inventar, aber es gibt ja auch Events, wo du 8 oder 10 Event-Items hast. Und da wird es halt dann schon schwierig. Also der Char ist halt dafür gedacht, dass dein ganzes Inventar voll ist mit den Drops, die du halt einfach die ganze Zeit wieder droppst. Logischerweise. Das heißt, da kann ich es echt nicht gebrauchen, dass dann da ein Item, das ich wahrscheinlich niemals benutzen werde, oder das selbst wenn ich es benutze, es mir eh nicht viel bringt, dass mir das dann quasi die ganze Tour vermasselt, sozusagen. Genau, hier kann ich alles löschen. Change Awakening haben wir eine bekommen. Oh, und ich glaube, das kann ich jetzt gar nicht öffnen, ne? Ach, das ist so nervig. Na, ja, die Baruna kommt weg. Das kommt weg, dann können die A-Product hier rüber. Und dann, ach, die Box habe ich ja schon, haben wir noch X-Product 1 und G-Product 1. Und dann machen wir jetzt quasi die G-Product wieder in das Schwert. Das würde jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr klappen. Fünfter Sockel ist dann tatsächlich schon ein bisschen schwieriger. Wäre aber natürlich ultra geil, wenn es doch klappt. Schade. Und dann haben wir noch den schmeißen wir weg. By the way, habe ich meinen Christmas Tree Cloak mit meinem Christmas Wing Cloak geskinnt, weil das war ja auch im Endeffekt ein verschwendeter Inventarplatz, dieser Christmas Wing Cloak, weil der auch seelengebunden war. Außerdem sieht er ziemlich cool aus und genau. Und der Christmas Tree Cloak, der ist ja ultra hässlich, also von dem her passt das schon. Und jetzt haben wir noch allgemein, da machen wir wieder den Royal Slayer, der ist ja schon plus 1. Da ballern wir das 10 gebundene Super Protect drauf und Fail. Alright. Und dann müsste das ja eigentlich eh gewesen sein. Dann haben wir noch unsere Coupons und die 5 Anwesenheitsboxen. Und ich habe, wie ich das gerade gesehen habe, eh schon 12 Coupons. Das heißt, ah ne, Schwachsinn sind 16. Oho. Oh wow, wir haben keinen Coupon bekommen. Was für ein Scam, Alter. Was für ein Scam, für ein Elendiger. Na, hier hilft die Makaronen tatsächlich auf Dryad, weil ich ja so wenig Geld habe, dass selbst das ein bisschen sich eventuell auswirkt, wenn man davon mal ein paar hundert Stück auf einmal verkaufen kann. Dann kommt das hier rüber. Und dann gehen wir jetzt endlich zu den Charakteren, die quasi alle schon am Anwesenheitsmanager auf uns warten, weil die haben sowohl Inventarplatz als auch schon mindestens 4 Coupons. Genau, und wir haben jetzt hier 16 Coupons, wie gesagt. Das heißt, wir können alle Coupons umwandeln in 4 Change-Away-Boxen. Das ist heftig. Also, come on. 3, let's go. 3, let's go. 5! Oha! 3, 3, 5, 1, let's go. Holy shit. Alter.
Jetzt sind wir schon bei 32 Changeaways auf 3 Charaktern. Let's go. Wobei ich dafür jetzt über ein Jahr gespart habe, sage ich mal, meine Coupons. Alter, let's go. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft, ey. Damn, nice. Das ist richtig gut. Dann den Char hier habe ich offen. Ah ne, das Wooden Sword traden wir jetzt nicht weiter, weil DG Products, die spare ich jetzt auf. Das Wooden Sword ist ja nur so ein Nebending. Das ist ja nur just for convenience. Wir machen jetzt nur noch die Suit weiter mit den C-Products und die Boots mit Orichalcum. Diese 4 Items traden wir jetzt immer rüber. Genau. Da jetzt noch nicht vergessen, dass mein Speed Sword auf Revi liegt. Das wäre von Vorteil, wenn ich das nicht vergesse. Aber ich glaube, ich komme auch gleich mit Rizu und hole es mir mal ab zur Sicherheit. Sonst suche ich das später noch und komme dann nicht mehr klar auf mein Leben. Also, next character go. Ihr kennt ja schon den Ablauf. C-Product, C-Product, Oblivion, zack. Ach Mist, die Scrolls hatte ich schon jetzt wieder nicht drauf geachtet, aber ist nicht so wichtig. 7, 1, 3, let's go. 1. Lol. Wir freuen uns, das Cloak-Design eigentlich noch geben. Das ist ja lächerlich, ey. Ja, immer mit einem anderen Namen, aber immer gleich hässlich. Dann hier habe ich jetzt 8 Coupons, also auch 2 Boxen, die wir uns auf jeden Fall holen können. Und es bleibt nicht bei 8 Coupons, wir haben jetzt 9. Ändert aber nichts dran, dass wir uns 2 Changeaway-Boxen holen können. Und es sind 1-1. Also quasi 3 im Standard und 2 extra. Und dann haben wir jetzt... Achso, jetzt muss ich wieder zum Upgrade-Manager laufen. Ja, wie man es macht, ist falsch. Ne? Entweder musst du dahin laufen oder dahin laufen. Das ist im Endeffekt auch egal. Ich muss jetzt nur kurz überlegen. Nee, passt schon. Ja, nee. Alles gut. Ich cutte jetzt einfach gleich, wenn wir das gemacht haben. Kostüm-Upgrade. Zack. Hier haben wir, immerhin haben wir jetzt immer wenigstens 2 Versuche beim Kostüm-Upgrade. Das heißt, eine deutlich realistischere Chance, dass es tatsächlich mal klappt. Vor allem, wenn man auf einem Charakter dann vielleicht mal 7 oder 10 Versuche hat. Wobei das bisher noch kein einziges Mal passiert ist, aus irgendeinem Grund auf Dryad. Auf Victor ist das halt die ganze Zeit passiert, dass ich mehr als 2 bekommen habe. Und hier haben wir zack, zack, zack. Komm schon, bitte. Und Failure. Alright. So, weiter geht's. Wir haben den nächsten Charakter, der hat wiederum Inventarplatzprobleme leider. Oh, mein paar mehr. Machen wir jetzt erstmal das Christmas Eve Present auf wegen den Changeaways und dem Coupon. Und dann noch die Boxen, weil sonst wahrscheinlich nichts wird, dachte ich mir schon. Aber jetzt. Ah, 8 Coupons, tatsächlich, hat geklappt, sehr gut. Dann haben wir jetzt 3 Coupons wieder durch Standard bekommen. Das ist schon mal extrem geil. 1, komm schon, 5. Ah, schade. Und plus 2. Dann S-Product 1, A-Product. Haben wir jetzt nicht drauf geachtet, egal. War wahrscheinlich auch nur 1. Und dann haben wir noch die Box hier. G-Product 1 und X-Product unwichtig. Dann hauen wir den Cloak noch weg. Ja, und dann allgemein, zack. Wäre echt cool, wenn man mal einmal mehr als ein S-Product kriegen würde, aber das Gefühl das Seltenste. Also S-Product ist ohne Spaß das Seltenste bei mir. Jedes Mal. Und sicheres Kostüm-Upgrade. Hier haben wir jetzt 6 Versuche. Gar nicht so unrealistisch. Dass es damit auch klappt. Boom. Oh, nevermind. Vergesst, was ich gesagt habe. Extrem unrealistisch. Mein Fehler. Und dann war es auch schon wieder. Die restlichen Scrolls heben wir auf. So, neuer Charakter, neues Glück. Baron Oblivion 1. Change Awakening 1. Oh, ist der schlechteste Change Awakening Char. Unter anderem. Aber wir haben schon 9 Coupons jetzt. Das heißt... Ah, schade. Oh, was? Wir haben sogar 11 bekommen. Oh, schade. Schade. Also nicht ganz 3 Boxen. 5, Baby. Let's go.
Also plus 6 durch die Extra-Boxen. Nice. Wow, es sind richtig viele Changeaways, ey. Wir müssten auf um die 50 locker kommen. Das hätte ich echt nicht erwartet. Geil. Ein A-Product, 2 C-Product, ein S-Product. Und... nice. Einige G-Product und ein Super-Product. Und dann haben wir noch den Cloak, den wir wegschmeißen, wie immer. Und minimale Upgrade-Versuche auf meine Boots und meine Suit. Und das ist, by the way, jetzt auch der vorletzte Charakter. Also einmal können wir jetzt noch Glück haben, theoretisch. Oh, let's go, plus 8, nice. Oder soll ich noch einen Türkis reinballern? Ich meine, das erste muss ich eh entfernen, von dem her. Aber gut, vielleicht soll ich dann wirklich auf das Event warten. Ja, mal schauen. Und die Boots. Wäre auch cool, wenn es hier mal klappen könnte. Schade. Gut, nächster und letzter Charakter kommt. Und last but not least, mein Boy, Wurstwerfer XXL. Hat leider nur 6 Coupons, das heißt, wir sind auf jeden Fall darauf angewiesen, mindestens einen Coupon hier rauszubekommen. Jetzt sind es nämlich 7. Alright. Let's go. 5 Changeaways. Okay, komm, bitte ein Coupon. Ja! Wir sind schon safe, baby. Let's go. That's what I like to see. Dann haben wir C-Protect. Ja, es ist egal, was ich mache, ne? Ich muss irgendwas wegschmeißen. Yeah. Ich muss sogar noch was wegschmeißen. Außer ich mache den Move hier. Okay, nochmal 2 Changeaway-Boxen. Ach, schade, 2 einzelne. Schade. Alright, ich rechne es dann gleich zusammen, wie viele Changeaways wir jetzt insgesamt auf Dryad bekommen haben, aber es sind deutlich mehr, als ich erwartet habe. Dann A-Product 1, S-Product natürlich 1. Wir haben 7-mal ein S-Product bekommen, das ist so lächerlich. Immer das, was ich wirklich haben will, kriege ich nicht, das ist unglaublich. Und sonst, dann war es das eh schon wieder. Dann haben wir jetzt noch einmal den Versuch für die Boots. Zack. Fail. Einmal den Versuch für die Suit. Und damit mache ich natürlich 2-mal den Versuch. Das ist echt krass, wenn es auf plus 9 geht. Ah! No! No way! What the hell? Aber hey, komplett gratis. Also ich meine, die müsste jetzt auch eigentlich schon ein bisschen mehr wert sein, tatsächlich. Gar kein so schlechtes Investment, tatsächlich. Trotzdem irgendwie unlucky. Dass ich halt bei den Boots... Ich bin jetzt von der Suit auf plus 5 auf plus 9 gegangen. Die Boots sind immer noch plus 9. Also das kann es halt nicht sein. Dann sind wir aber tatsächlich schon fertig. Dann rechne ich das jetzt noch zusammen und dann schließen wir das Ganze noch zusammen ab. Ja, also insgesamt kann man das, denke ich, einmal als massiven Erfolg verbuchen. Wir haben insgesamt 56 Change Awakenings bekommen, seelengebunden. 56 Stück, also das ist schon echt heftig. Und davon waren 17 durch das Einlog-Event, also quasi 17 durch diese Christmas Eve Present Box. Also das waren die garantierten mehr oder weniger. Und die anderen 39, die waren durch Coupons. Ja. Wobei wir jetzt natürlich extrem viele Coupons auf Dryad hatten, weil ich hier natürlich jedes Einlog-Event gefarmt habe, seit Bora übernommen hat. Ja, aber ich denke mal, damit kann man ganz zufrieden sein. Und ansonsten habe ich auf Yggdrasil, kann ich euch vielleicht auch noch sagen, habe ich hier glaube ich auch noch irgendwo stehen, da hatte ich 118 insgesamt, da waren es 66 durch die Christmas Eve Present Box und 52 durch Extras. Auf Yggdrasil habe ich halt nicht so viele Coupons gehabt, weil ich da nicht jedes Einlog-Event mitgefarmt habe. Aber ja, also das heißt, ich habe auf Dryad fast genau die Hälfte von dem, was ich auf Yggdrasil bekommen habe. Obwohl ich auf Yggdrasil mit 43 Chars das Ganze gefarmt habe. Ne, 44 waren es sogar genau. Und auf Dryad nur mit 7. Aber dafür halt kontinuierlich jedes Event. Genau, bis auf 1, glaube ich, da habe ich es nicht gemacht. Aus Zeitgründen. Aber ja, die Changeaways, die werden wir dann, denke ich mal, benutzen. Wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass wir so viele kriegen. Ich hatte jetzt eher mit so 30 gerechnet, 30 bis 40 vielleicht. 56 ist dann doch schon mal ein bisschen mehr.
Ich denke, beim nächsten Awakening Reroll Event, weil ja meine Yggdrasil Axe noch nicht gebunden ist, könnten wir die dann da drauf ballern. Das würde sich, denke ich, lohnen. 56 Stück mit dem Event, also da müsste zumindest ein Slot, der halbwegs positiv ist, hoffentlich drin sein. Aber das alles machen wir dann im neuen Jahr 2022. Und jo, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und natürlich wie immer, wenn ihr auch im nächsten Video und oder Stream mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut rein. Ciao, ciao.